Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Etappe der Sharjah Tour. Heute über 148 Kilometer. Die Namen der Orte, die heute befahren werden, habe ich ja in der letzten Folge bereits schon genannt. Und heute soll es also richtig losgehen hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und es gibt gleich mal die erste Attacke, wie auch sonst sollte es sein, von unserem Team von hier, wie heißen die nochmal? Austria Cars, genau, so war der Name dieser Mannschaft. Und ja, beide Ibrahims greifen hier gleich mal an, direkt vom Start weg, aber da hat das Feld was dagegen und so bleibt es dabei, dass nur ein Ibrahim die Flucht ergreift. Und das ist Khalid Ibrahim aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, also ein Lokalmatador. Zusammen mit Konkowski und Brammeier versucht er hier wegzukommen. Kropis fährt hinterher, der Litauer aus der Verandas Willems Mannschaft. Und damit haben wir jetzt aktuell vier Fahrer an der Spitze. Mal schauen, wie es weitergeht. Denn es ist ganz schön Bewegung im Feld. So kann man das auf jeden Fall sagen. Also wirklich sehr, sehr viel Bewegung hier im Feld. Viele Fahrer versuchen sich hier abzusetzen. Arthur Pichot haben wir hier aus der Direkt-Energie-Mannschaft. Auch mit einer Attacke. Und hier ist eine riesengroße Gruppe, zu der jetzt auch Al-Ali Ibrahim gehört. Das Feld versucht jetzt naturgemäß hier die Ausreißer wieder einzuholen. Ist ja klar, so eine große Gruppe von immerhin 23 Fahrern möchte man hier nicht wegkommen lassen. Einer ist sogar noch vorne, das ist Serge Pauls von Dimension Data. Und unsere Jungs fahren hier gerade am Ende dieser Gruppe. Das Feld, wie gesagt, versucht die hier wieder einzuholen. Alter, was geht denn jetzt ab? Krasse Sprint-Action of Doom, oder was? So, Konterattacken von unserem Team. Oder zumindest der Versuch einer solchen. Khalid Ibrahim probiert hier nochmal wegzukommen. Schwierig. Das Feld macht sehr, sehr viel Tempo. Upsala. Um die ganzen Fahrer hier einzuholen. Serge Pauls, der fährt immer noch, oder führt immer noch vielmehr. Macht das hier sehr, sehr stark. Bislang. Das Renntempo in dieser Phase extrem hoch. Cardoso versucht wegzufahren. Aber schafft es nicht. Das Tempo einfach viel zu hoch gerade, um hier wirklich ernsthaft an einen Ausreißversuch denken zu können. Vilela macht jetzt hier die Lücke wohl zu. Davide Vilela zur Gruppe um Serge Pauls und den Rest hier vorne. Gibt uns natürlich die Möglichkeit, gleich mit Schwung neu anzugreifen. Al-Ali Ibrahim ist der Nächste, der es versucht. Und meine Güte, was tritt der denn hier los? Gleich mal eine richtig harte Attacke von gefühlt dem halben Feld. Das ist nicht schlecht. Tanner greift an. Ibrahim versucht zu folgen. Alter, so ein Rennen habe ich auch noch nie gesehen. Schaut euch das mal an, ey. Es sieht aus wie ein Schlusssprint. Und nicht wie Attacken. Wahnsinn. Und jetzt, da es Al-Ali Ibrahim nicht geschafft hat, versucht es sein Namensvetter, versucht es Khalid Ibrahim. Da links gibt es jetzt Attacken. Bono greift jetzt an. Also sehr, sehr interessante Rennkonstellation hier. Keiner gönnt dem anderen was. Probieren wir es nochmal. Und Al-Ali Ibrahim greift an. Khalid Ibrahim im Hinterrad. Aber nee, selbst das gestatten sie uns nicht. Jetzt lässt
Khalid die Lücke reißen und Al-Ali hat die Chance, mal ein paar Meter rauszufahren, aber ist halt auch gleich platt. Pauls und Cardoso greifen da drüber an. Ja, und Al-Ali bei ihm. Ey, das Rennen ist so brutal hart. Boah, schwierig hier überhaupt Fuß zu fassen. Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn, was hier passiert. Das Rennen brutalst schnell. So, Ibrahim ist eingeholt. Gerade kommt mal ein bisschen Ruhe rein in die Situation. Die Teams wollen keine Angriffe zulassen, das merkt man deutlich. Aber es gibt den nächsten, Bučaček. Der Veteran aus Tschechien greift an für die Mannschaft. Oh Gott, wie heißen die nochmal? Elkov, Autor. Versucht es. Und wieder das ganze Päckchen hier an Fahrern hinterher. Wahnsinn, was da in Bewegung getreten wird, sobald einer versucht anzugreifen. Also das ist wirklich heftig hier. Das ist wirklich mehr als heftig. Und die nächste Attacke, Khalid Ibrahim ist es wieder mal. Und wieder alle hinterher. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Wie soll so jemals eine Flucht zustande kommen? Eine Attacke jagt hier die nächste. Aber keiner kommt so richtig weg. Weil das Feld halt auch alles beisammen hält, muss man so sagen. Bislang wird hier viel kontrolliert. Und jetzt die nächste Attacke. Jetzt ist mal ein anderer. Sultan Al-Hamadi aus der Austria-Cars-Mannschaft. Aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und wieder sind alle hinterher. Unfassbar einfach. Unfassbar. Was hier abgeht. Also so ein Rennen habe ich wirklich noch nicht erlebt. Ist das die neue KI? Also falls ja, dann ist es einfach nur eine kranke KI. Mehr nicht. Wie gesagt, so ein Rennen habe ich hier auch noch nie erlebt. Und ich spiele das Spiel nicht erst seit gestern. So, Al-Hamadi. Ganz, ganz rechts. Probier's mal, Junge. Ja. Für einen kurzen Moment sieht es gut aus, aber für wie lange? Das ist die Frage. Al-Hamadi kann ein paar Sekunden gut machen. Aber nur ein paar. Serge Pauls gleich wieder mit dabei. Ja, jetzt mal schauen. Wenn er jetzt nochmal attackiert, ist er halt gleich platt. Aber vielleicht funktioniert das ja. Sieht nicht so aus. Es sind hier zu viele daran interessiert, in die Ausreißergruppe zu kommen. Viel zu viele. Das kann gar nicht gut gehen. Vielleicht geht es ihnen auch um die erste Sprintwertung, wer weiß. So, Khalid Ibrahim holt währenddessen die Getränke vor. Und in der Zeit versucht es Al-Ali Ibrahim nochmal. Nächste Attacke von Team Austria Cars, die hier wirklich unermüdlich sind. Aber wieder wird die Attacke eingeholt von den, ja, Tausenden, die hier versuchen anzugreifen. Es ist wirklich der Wahnsinn. Sobald man angreift, ist diese ganze Packung hier, diese ganzen Fahrer, Kropis und Co., gehen einem hinterher. Versuchen man selbst zwar auch nicht wirklich wegzukommen, aber sie fahren halt hinterher und das ist das Problem. Warten wir mal die Sprintwertung ab. Vielleicht geht es danach ein bisschen besser. Sprintwertung scheint gar keinen zu interessieren. Jetzt geht Grelier nach vorne. Ich weiß nicht warum. Greift er an oder was ist das jetzt? Al-Ali Ibrahim muss nochmal Flaschen holen, weil er keine bekommen hat. So, Sultan Al-Hamadi. Er ist der Nächste, der es probiert. Unermüdlich hier die Versuche. Aber es ist der Wahnsinn. Du kommst hier einfach nicht weg. Jetzt sind wir drei Fahrer vorne, vier, ja, vielleicht fünf.
Jetzt könnte doch mal was gehen. Jetzt könnte auch sogar möglich mal was gehen. Das Feld hat einen Moment gepennt, sodass eine kleine Gruppe immerhin wegkommen konnte. Mit Sultan Al-Hamadi drin. 7 Fahrer sind es aktuell. Pauls hängt so zwischen den Seilen. Und dahinter dann das Feld. Immerhin mal ein paar Sekunden Vorsprung. Heute ist so ein Tag, da darf man das als Erfolg verbuchen. Und die Gruppe geht sogar weg. Abstand ist nicht wirklich groß, aber hey, er ist vorhanden. Grund dafür relativ offensichtlich. Serge Pauls hat die ganze Zeit das Tempo gemacht, setzt sich jetzt ab. Und damit haben wir tatsächlich eine Spitzengruppe. Wer hätte das gedacht? Nach all den Attacken, nach all den Konterattacken, nach all den Tempoverschärfungen im Feld. Wir haben eine Spitzengruppe. Mit Troja aus der United Arab Emirates Mannschaft, die gleich 2 Fahrer mit dabei haben. Simeon von Bardiani. Bille von, oh Gott, wie heißt denn das Team jetzt? Oh, der P-Bug ist wieder da. Sehr schön. Von Sovak, ach, das ist die Mannschaft, okay. Ria Buschenko aus Weißrussland. Vom Team, ach ja, das ist auch OAE. Dann haben wir Tanner von Villiers Triestina. Cardoso von Radio Popular. Und Al-Hamadi, den Mann aus den Vereinigten Arabischen Emiraten von Team Austriacars. Das ist also aktuell die Gruppe. 70 Kilometer vor dem Ziel haben sie etwas mehr als 2 Minuten Vorsprung. Und wir haben einen Sturz im Hauptfeld. Mansour Ali Thani ist gestürzt. Und damit der Bewacher von Sokol. Da weisen wir doch gleich mal einen neuen zu. Große Gruppe hier hinten. Ali Thani kommt hoffentlich wieder mit ran. Hofland. Ja, hier sind ein paar Bekannte dabei. Ulissi und Ackermann hat es auch erwischt. Da sollte es eigentlich nur eine Frage der Zeit sein. Da lassen sich schon welche zurückfallen. Thomas Boudin musste sogar aufgeben von Direkt Energie. Der hat sich scheinbar was getan bei diesem Sturz. Eieiei. Also schon eine etwas heftigere Aktion da. So, Al-Hamadi, hol dir mal Getränke. Wie sieht's aus? Ali Thani ist noch mit drin. Schauen wir mal, ob die wieder rankommen. 2 Minuten haben sie ungefähr Abstand. Unmöglich ist es nicht. Serge Pauls wird jetzt erstmal gleich wieder eingeholt, wie es aussieht. Ja, macht bestimmt viel Spaß. Also hier in diesem Fall liegt es auch nicht daran, dass ich die Grafikeinstellungen wieder niedrig habe. Sondern hier ist einfach nichts. Das ist Wüste und eine Straße, die ihn durchführt. Das ist halt typisch für die Vereinigten Arabischen Emirate, muss man so sagen. Und das Problem ist hier jetzt auch gerade, was ich habe, dass Sultan Al-Hamadi extreme Kraftprobleme hat. Und jetzt hier schnell wieder in die Gruppe muss. Sonst kriegt er hier ganz große Probleme. Alleine in diesem Wüstenwind, das ist kein Spaß. Und er kommt nicht rein. Er kommt hier nicht mehr rein. Ach du liebe Zeit, na klasse. So, Al-Hamadi muss reißen lassen. Und das wieder wegen einer blöden Sprintwertung, die ihm in diesem Fall zum Verhängnis wird. Aber auch hier hinten, die Gruppe hat Probleme. Immer noch 1,54. Die scheinen nicht mehr ranzukommen ans Hauptfeld. Und Al-Hamadi, der hat jetzt echt die Nullnummer gezogen. Und muss reißen lassen. Muss die Gruppe alleine weiterziehen lassen. Schade, so stark gekämpft dafür, überhaupt in dieser Gruppe sein zu können. Und jetzt sieht es so aus, als würde er bald vom Feld eingeholt werden. Schade, schade, schade. Muss man ganz ehrlich so sagen. 41 Kilometer noch bis ins Ziel. Die Gruppe kommt langsam näher. Vorsprung schmilzt auf 1,40. Und auch von Kersburg ist gestürzt. Guillaume von Kersburg, der Führende in der Gesamtwertung, ist gestürzt. Aber das Feld macht hier nicht langsamer deswegen.
Natürlich wird man darauf verweisen, hey, vorne sind die Ausreißer, die wollen wir doch nicht fahren lassen. Aber mit Fairness hat das Ganze hier nichts zu tun. So, Sultan Al-Hamadi wird eingeholt. Der Mann aus den Emiraten. Und die Gruppen kommen tatsächlich wieder zusammen. Aber eins ist sicher, das hat Kraft gekostet. Davon können wir ausgehen. 1,32 Vorsprung haben die Ausreißer vorne noch. Das Hauptfeld bemüht sich, die Gruppe wieder einzuholen. Nicht mehr allzu viele Kilometer zu fahren. Der Kampf Ausreißer gegen Feld ist in vollem Gange. Für direkte Energie ist das jetzt mit Sicherheit auch eine Scheißsituation. Gleich bei der ersten Sprintetappe ihren Top-Sprinter zu verlieren. Damit können sie eigentlich so gut wie einpacken, was die Sprints angeht. Bin ja froh, dass Al-Thani weiterfahren konnte. Al-Hamadi, ja, der muss jetzt reißen lassen. Überrascht mich nicht, aber 26 Kilometer vor dem Ziel ist das okay. Da ist das nicht mehr so schlimm. Er sollte das Zeitlimit auf jeden Fall schaffen. Da fällt einer zurück. Yupong ist das. Der versucht jetzt hier wieder irgendwie reinzukommen ins Hauptfeld. Was für eine Tortur. Bei einem solchen Rennen, wo mit Sicherheit sehr viel Wind weht. In dieser Wüstenlandschaft. Temperatur steht leider nirgendwo. 21 km/h Windgeschwindigkeit. Ich glaube, es geht sogar. Ich glaube, es geht auch höher. 20 Kilometer noch. Zeit für uns, den Sprintzug vorzubereiten. Und ja, ihr hört richtig. Wir versuchen es heute wieder mal. So, wer ist das hier? Das ist Khalid Ibrahim. Don folg ihm mal. Warum nicht? Und Al-Ali Ibrahim, der fährt hier ganz vorne. Macht er gut. Al-Thani. Ist auch ein bisschen ruhiger angehen lassen. 17 Kilometer noch bis ins Ziel. Es ist natürlich blöd, dass wir den P-Bug haben. Und Serge Pauls, der will es heute wissen, greift erneut an. Interessantes Verhalten hier von Serge Pauls heute. Extrem offensive Fahrweise des Belgiers. Aber ich glaube, er wurde schon wieder eingeholt. Ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Also ich denke mal, dass er eingeholt wurde. 14 Kilometer noch zu fahren. Der Austriacast-Zug steht so halbwegs. Alle schon jetzt ziemlich angestrengt. Und da gibt es den Riss im Zug. Weil ich halt jetzt leider auch nicht steuern kann, wegen diesem Tastaturbug, wie gesagt. Das ist jetzt natürlich richtig, richtig blöd. Tja, was willst du machen? Weil Ali Ibrahim sich auch nicht irgendwie eine freie Stelle sucht. Nein, er packt sich hier mitten rein. 10 Kilometer noch bis ins Ziel. So, jetzt geht er mal ein bisschen nach vorne, ganz zaghaft. Ich hoffe, Sokol kann die Lücke schließen. Austria Cars ist jetzt vorne. Gib mal Vollgas, Junge. Al-Ali Ibrahim macht jetzt hier richtig Dampf. Jetzt Khalid Ibrahim. Smoker kann schon mal sein G benutzen. Wir haben noch 6 Kilometer. Es sieht gar nicht mal so übel aus, was die Jungs hier machen. Jetzt muss Smoker langsam raus. Und zumindest mal ans Hinterrad fahren. Von Ibrahim. Der wird gleich platt sein. Ja, ein bisschen kann er noch. So, und jetzt muss Smoker raus. Jetzt muss Smoker hier raus. Passt. Dankeschön, Khalid. Hast einen guten Job gemacht. Smoker ist jetzt vorne. Zieht den Sprint an für Jan Sokol. Und die Kilometer schwinden und schwinden.
Oh, jetzt nochmal zurückrudern ist natürlich scheiße, ich weiß, aber wir brauchen hier jeden Meter. Und da kommen die anderen Teams. Da kommen jetzt natürlich die anderen Teams. So, Kohl muss jetzt nach vorne. Upsala. So rum. So, Kohl muss jetzt raus. Smoker hat seinen Job getan. Jetzt Janso Kohl vorne. Mach mal keinen Sprint. Jetzt mit dem Sprint. Janso Kohl mit dem Sprint. Und Schuster muss jetzt gucken, wann er rausgeht. Jetzt geht Schuster raus. Schuster geht raus. Till Schuster gegen den Rest der Welt. Aber wieder ist die Kraft zu schnell zu Ende. Wieder schafft es Till Schuster nicht. Das sah richtig, richtig gut aus. Hofstetter gewinnt für Team Cofidis und Schuster kommt, glaube ich, unter die ersten 10. Ah, wie ärgerlich. Aber die Sprintzüge sehen gut aus. Neunter Platz für Till Schuster am Ende des Tages. Ha, sieht wirklich ordentlich aus. Das muss man einfach so sagen. Das ist gar nicht so schlecht. Es ist natürlich auch nicht perfekt, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ja, es haben wieder nur ein paar hundert Meter gefehlt. Dann hätte Till Schuster hier vielleicht das Rennen gewinnen können. Die Konkurrenz ist nicht übermächtig, das lässt einen auf jeden Fall positiv stimmen. Hugo Hofstetter gewinnt das Rennen vor Samuel Dümole und Pascal Ackermann. De Haes wird Vierter, dann Minali, Hofland, Geschke, Teunissen, Schuster auf der 9 und De Buys auf der 10. In der Gesamtwertung tut sich trotz des Sturzes nichts. Weiterhin ist Guillaume van Kersburg auf Platz 10, auf Platz 1, Entschuldigung, im gelben Trikot vor Campenaerts und Luis Leon Sanchez. Ich glaube, es hat sich doch ein bisschen was getan. Sicher bin ich mir aber nicht. Der Punktewertung führt weiterhin Guillaume von Kersburg vor Hugo Hofstetter und Viktor Campenaerts ist auf Rang 3. Nachwuchswertung, dort führt weiterhin Filippo Ganna vor Marc Padun und Scott Davies. Malin Smorka ist hier ganz locker rausgerutscht. Hat natürlich viel Kraft verbraucht für den Sprint, für die Vorbereitung. Und in der Teamwertung führt Wonti Group vor Mitchelton und Astana. Das war keine schlechte Etappe. Natürlich keine perfekte Etappe, aber das war schon sehr ordentlich. Das war wieder sehr, sehr ordentlich. Und ich denke, darauf können wir auf jeden Fall aufbauen. Platz 9 durch Schuster, das ist okay. Das ist nicht perfekt, aber es ist okay. Und wie gesagt, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Thomas Budar, gute Besserung geht an ihn natürlich raus. Und ja. Dann schauen wir mal, was das ist. In der nächsten Folge gibt, dann gibt es ja eine etwas hügeligere Etappe, wenn ich das richtig im Kopf habe. Von daher wird es dann da nicht so einfach werden für die Sprinter. So, Tirreno gibt die Wildcards bekannt. Nippo, Villiers und Androni dürfen beim Tirreno Adriatico teilnehmen. Glückwünsche an diese drei Teams. Und das ist also die nächste Etappe der Sharjah Tour. Eine ziemlich hügelige mit drei deftigen Anstiegen. Schauen wir mal, was wir da reißen können. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße, euer Fritte. Ciao.